Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir haben uns zum letzten Mal ein bisschen in der City umgesehen, haben noch ein paar Container gefunden und möchten jetzt erstmal hier übernachten. Und hoffen, dass wir einen angenehmen Schlaf haben. So, die Zimmer sind bereit. Und wollt ihr euch jetzt ausruhen? Yep. Sind wir voll dabei. Wir haben uns auch die Statuen von den Gründern angeguckt und haben da ein paar gut interessante Sachen gefunden. Wieso sind wir jetzt da vorne? Wir sind auch... Ah, egal. Das ist wahrscheinlich irgendwo rausgegangen. Nachzudenken. N, you say? You know him? I know of him, definitely. He's been a real thorn in the city's side. Sounds rough. He slaughtered many of my people in cold blood. Huh. Why bring him up? Well, no reason. Hmm? What's wrong? Is it something Monica said? Is there a problem? No. Don't worry about it. It's just a passing thought. Yeah? Oh, I got some news earlier. We're not sleeping in tomorrow. Our briefing starts early. Get some rest while you can. Yeah. I'll do that. Okay. Good night. Night. Diese weichen Betten sind ja meine Erfindung. Du schläfst doch sogar im Schlafsack immer wie ein Stein. Ja, diese Betten sind an dir völlig verschwendet. Voll fies. Sag mal, seid ihr kein bisschen nervös oder so? Was hast du denn jetzt die ganze Nacht getrieben, dass du solche Augenringe hast? Seit wir in der City sind, haben wir so viele neue Informationen erhalten, das musste ich mir erst alles verarbeiten. Deswegen warst du so aufgeregt, dass du kein Auge zugetan hast? Also wohl ja. Er hat sich intensiv auf die Einsatzbesprechung vorbereitet, die heute stattfinden soll. Das ergibt natürlich Sinn. Dann sollten wir auch langsam mal zu diesem Kommandoraum gehen, aufbrechen. Ja, hast recht. Was hatte Monika nochmal genau gesagt? Wir sollen den Aufzug in der Nähe des Prätorianerhügels sehen. Er ist bei Stichblatt der Scherz. Da aus? Na gut, alles klar. Ja. Oh nein, nochmal so viel zu reden. Hollis, hi. Ich wette, ihr habt viele Fragen an mich. Ich bitte euch trotzdem, wenn ihr nicht krank oder verletzt seid, nicht in die Klinik zu kommen. Eure Anwesenheit verursacht nämlich viel Aufregung. Bitte nehmt Rücksicht, damit sich die Leute gut erholen können. Oh, so wie diese kleinen Babypersonen? So ist es. Wir haben auch todkranke, ältere Leute, die leider bald ihr Lebensende erreichen. Always nice to see a new face. Und damit kennen wir uns aus. So, Maschinen. Oder so. Opa und Oma lesen immer nur Bücher vor. Let's go there first. Oma und Oma, du meinst diese zerknitterten Leute, oder? Genau. Das ist der Papa von meinem Papa und die Mama von meiner Mama. Oder auch der Papa oder die Mama von meiner Mama. Mir brummt der Schädel. Ich verstehe gar nichts mehr, Clara. Always nice to see a new face. So, wir sollen irgendwo da hinten hin. Hier so ein Handsymbol. Ich bin falsch. Na danke.
Ah, das war einer. Hi. Dieser Bereich hier war einmal ein Schlachtfeld von Agnes und Kivas. Ein besonders gewalttätiges. Die Stadt forderte viele Verluste auf beiden Seiten. Alles, was blieb, war eine Einöde mit aufgetürmten Höhen. Und diesen Ort haben unsere Vorfahren zu ihrer Heimat gemacht. Es ist etwas morbider, aber ein gutes Versteck. Nichts hat sich wirklich seitdem geändert. Wir leben immer noch hier, führen angekettete Leben, zählen langweilige Tage. Always nice to see a new face. Okay. Scheint auch nicht so pralle toll zu sein hier. Na, zumindest lebt ihr in Frieden. Ist ja auch was. So. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Aha, noch einer. Plane. Hi. Ist es schwierig, eure Brust Kandidaten zu werden? Oh ja, das ist es. Um ausgewählt zu werden, muss man eine Prüfung bestehen, die nur alle 4 Jahre stattfindet. Nur 10 werden Kandidaten und davon sind 4 Reservekandidaten. Es gibt viele Bewerber, aber nur die Besten schaffen es. Ja, 10 kommen also theoretisch durch. Und wofür die Reservekandidaten? Falls sie nicht würdig sind, oder was? So, ich glaube, ich muss irgendwie dahin. Nee, Kantine brauche ich nicht. Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Das Zellerhafen, ich glaube, ich bin irgendwie falsch. Wow, Höhenangst. Weg. So, hatte ich gerade irgendwie so ein gelbes Ausrufezeichen? Wie komme ich da runter? Ich check gerade noch nicht, wo ich lang muss, aber wir werden schon irgendeinen Weg finden. Na komm, gucken wir mal, was ihr so anzubieten hat. Kaufen. Was tut es? Ringguave. Brauchen wir 2. Kann ich schaden. Glückschili auch kaufen. So, dann haben wir auf jeden Fall hier 2 von allem. Ich weiß nicht, ob wir die auch brauchen zum Schmieden. Aber egal. Kohle haben wir eigentlich. Oder? 300.000, ja, kann man sagen. Wir müssen nochmal ein paar Münzen loswerden. Mission. Okay. Nur ein paar Münzen. Ja, okay. If you want the job done right, I think I deserve a thank you, don't you? So. Da noch. Feels nice filling all that in. Ich glaube, das bringt mehr. If you want the job done right. So. Komm ich schon mal nach unten. Ich hoffe, das ist auch richtig. Ich glaube, hier kamen wir her. Das müsste passen. Wir sind leider nach oben. Vielleicht gehen wir da auch nochmal hoch. Ich denke, wir können diesen Elevator down to the war room. It's been a while since my last war council. Hope this isn't one of the boring ones. Hier renne ich im Kreis, oder? Ich möchte hier mal hoch. Was wir oben finden. Wenn wir da ankommen würden. Hallo? Wie hoch ist diese Scheißleiter? So, jetzt. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier falsch. Kann das sein?
Was für ein riesiges Ding. Na gut, dass wir hier noch was finden. Come to uni. So, das hat jetzt aber irgendwie die ganze Reise. Das war es jetzt nicht wert, das Ding zu finden, nur damit ich da 100 Millionen Treppenstufen dafür gehen musste. Okay, ich muss wieder runter und irgendwie zu einem Fahrstuhl. Kann ich mich fallen lassen? Jetzt dagegen drücken? Ja, kann ich. So, kein Schaden genommen. Theoretisch muss ich da lang. Zumindest laut Karte. Ach so. Hier muss ich rein. Aha. Gut, Fahrstuhl. Nehmen wir. Da muss ich irgendwo langlaufen, deswegen bin ich wahrscheinlich irgendwann dran vorbeigelaufen. Hallo? Nutzen? Off we go. So, gucken wir nochmal. Kommen wir an. Schon ein bisschen gefährlich, wenn man hier so seine Hand gegen die Wand halten kann. Und einfach lang schleift. Wow. So ein gutes Versteck hier. Okay, then. Sneaking into Agnes Castle, huh? Seems we won't be catching a break anytime soon. So this person who knows where the true queens are. Who was it again? You're looking for Gondor. Ah, that's right. So then, we've just got to find this Gondor, break him out of the prison camp, and get the Spark out of there. Hmm. Luckily, they don't kill us immediately after we've been captured. We're held beneath the castle, in a detention facility. To perform forced labor? There's that as well. But mostly, it's to set an example. Example? On the day of an eclipse, once a year, they hold a mass execution of prisoners at Hope's Rest, a hill on the castle's south edge. The whole event gets projected high into the sky. So that's what you meant. It's to show us we're powerless. And the place they do this is Hope's Rest. What kind of sick joke is that? The next eclipse falls about a month from now. So that's our deadline for what we've got to do. Contact the prisoner and get the intel on the Queens. A month. Mio. Well, no two ways about it. We better get started now. Yeah, and we better hurry. We can't waste a single day. Let's say we make it in without a hitch. Won't the you know what give us away? Uni, I don't think we do know. The red glowing Mobius eye thing. Oh, bad. Those eye patches I gave you? There's a special alloy embedded in them. Long as you got that, you'll be near invisible. Slip clean under their noses. And after we've got the info, how do we get out? You've put the Kavesi Annihilator out of commission. I'm sure you'll think of something. Even if we get out, what about your lot? You don't need to worry about them. They knew the risk. That doesn't make it okay. Yeah, well, that's how we do things. But still. I'll tell you too. Be prepared to make sacrifices.
wollen sie eigentlich nicht. All right. However, only as our absolute last resort. Is that fair? That's awfully kind of you. But kind doesn't win wars. There's a Nopon called Samon in engineering. He'll be able to find you a way into the castle. Get the details from him. Ihr fahrt zusammen in der Maschinenbauabteilung. Fahrt den Aufzug bei den Dolgan-Klippen runter, dann findet ihr ihn. Das ist der einzige, der ewig hohe Aufzug, mit dem ihr hier hochgekommen seid. Okay. Dann hoffe ich mal, ihr verlauft euch nicht. Bis dann. Sollen wir gleich nochmal nehmen? Könnt ihr uns nicht hinbringen? Wir haben noch eine Besprechung zu weiterem Vorgehen nach dem Eindringen. Was? Kommt ihr etwa mit in dieses Gefangenenlager? Na klar, ursprünglich hatten wir diese Mission ganz ohne euch ausgeführt. Verstehe. Na dann, auf gute Zusammenarbeit. Ich sag's euch gleich. Ich habe nicht vor, mich mit euch anzufreunden. Sonst aber hassen. Was für ein unsympathisch. Was unsympath ist das denn? Ist doch kein Wunder. Schon vergessen? Wir haben ihnen die Möglichkeit weggenommen, Ouroboros zu werden. Was netter können sie trotzdem sein. Ach, das ist doch jetzt erstmal völlig egal. Ja, erledigen wir erst wir einfach, was sie uns aufgetragen haben. Also los, auf zur Maschinenbauabteilung. Ein Weg zum Schloss. Okay. Geht also wieder dahin. Uff. Und sag geworden, weil ich sowas werden wollte wie Guernica. Schreib mein Herzensgut. Er ist immer noch ein großes Vorbild. Neues Thema. Erkennen wir Aufträge? Moment. Nee, das ist eine Etage tiefer, oder? So, hier sollen wir rein, oder? Oder nicht? Oh, die verarschen mich. Ich laufe richtig. Ups. So, hier hoch, hier links. Dann nach oben rechts weitergehen irgendwie. Wird schon irgendwie schief laufen. So. Ich hoffe, ich bin auch wirklich richtig. Sonst verlaufe ich mich wirklich noch. Time for the eye patch to go on. So, ich glaube, es sieht richtig aus. Zumindest ist der Weg der richtige. So. Der Weg zum Schloss. Ja, das ist eine Nebenaufgabe? Moment, was ist denn die Hauptaufgabe? Schieß einen Weg zum Schloss ab. Wow. Die Hauptaufgabe ist, mach eine Nebenaufgabe fertig. Ich find's gut. So. So, wir dürfen eigentlich mal wieder kämpfen. So, sollte reichen. Ja,
Warum positionierst du immer so nah am Rand? Ich wollte, dass ich runterfall. This was a nice find. Da hinten gibt es einen Weg oder was? Well, auf dem Hinweg hast du mich auch nicht angegriffen. Was ist mit dir? Du blödes Federvieh. Nein, nein, ich muss so stehen. Nicht, dass sie uns überfliegt und dann fallen wir runter. Oder so. So, das ist ein Miniboss auf jeden Fall. So, das war doch kein Heiler von denen rüber, oder? Moment, wir sind nur... Oh, ich muss den Heiler noch im Zug packen. Ah. Okay, haben wir. Nothing a bit of teamwork couldn't handle. Whatever happened to not being careless? So, können wir irgendwas noch machen? Haben wir irgendwelche Level-Ups? Ja. Super, erste Reihe fertig, zweite Reihe machen hier weiter. Hatte das auch bald durch. 5 ist auch fertig. Okay. Haben alle die erste Reihe durch, oder? Ich brauche einen Heiler. Mist. Kannst du bitte Heiler werden? Wieso hat der denn schon so viel? Mist. Ich hätte ihn ja gerne jetzt irgendwas anderes gegeben, ne? Aber er kann nur Tank oder DD werden. Heiler hat er schon alles durch. Hier oben ist noch ein DD. Aha. Okay. Vielleicht sollten wir noch einen Heiler in unser Team packen. Nee, wir brauchen einen Tank. Oh, wir haben gar nichts. Warte, du brauchst noch ein Juwel. Warte, Juwelen haben wir. Gut. Das heißt, wir brauchen noch Helden. Kommst du mit? Ja, der ist eigentlich ganz gut. So, dann haben wir 2 davon. Tut mir leid, Lance, aber wir haben nichts anderes übrig, als dich zu verdammen, einen Heiler zu spielen. Zumindest aktuell. Bis die anderen beiden soweit sind. Boah, ich sehe nichts. Danach. Okay, dann mal runter. Off we go. Aufgeben, du kannst minus gerückt halten, ja, das wissen wir schon. Das haben wir einmal gemacht und es war irgendwie sinnlos, weil wir so weit weggespawnt sind im Verhältnis. So, dann. Oh, was der kleine Nuppen von Sylt, oder lassen wir das erstmal und beenden den Part. Wieso bewegt sich Licht eigentlich immer so komisch hier? Okay, gut. Nichts. When did Nightfall? Haben wir hier noch was? Irgendwie schon, man weiß nicht, was hier sein soll. Kommen wir hierher? Ja, hier kommen wir her. Ah, okay. Na, so. Komm, perfekt. Gut, beim letzten Mal sind wir einfach hier durchgelaufen, quasi hier runter, dann hier lang und dann sind wir irgendwo rechts abgebogen. Das hieß, wir sollen nicht so viel gucken, ne? Genau. Ah, genau, dann sind wir da weiter. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wie wir da runter gehen.
So, wir beenden aber erstmal hier den Part und ja, guck mal, ob der irgendwelche Infos für uns hat. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.